Von Heiner würde ich keinen gebrauchten Kopfhörer kaufen. Nee. Aber dafür kann der segeln ohne Flugzeug. Was ist denn los? Wir wollten bis Mittag hier fertig sein. Oh Mann, morgen soll es noch heißer werden. Ich geh mal noch einen Kaffee wegbringen. Kommissar, ich hab dir einen doppelten Espresso gemacht, damit du nicht immer so müde bist, hä? Wie deine Kollegen. Das ist ja mal lustiger Kompression. Ciao Fabrizio, was gibt's heute? Buongiorno, Kommissario. Heute habe ich einen exzellenten Zampone im Angebot. Zampone? So mit Schweinsfüßen? Schweinsfüße, Kommissar, nicht Schweißfüße. Ja, sag ich doch. Das bei den Temperaturen? Sie, aber ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, hä? Mann, ist das eine Hitze. Hast du ein Buch gekauft? Ja, die hatten nichts anderes. Du könntest auch mal wieder was Vernünftigeres lesen als diesen Mister. Eldorado für Verbrecher. Schläft die Kölner Polizei. Es herrschen paradiesische Zustände für Gesetzesbrecher. Die Gefahr, erwischt zu werden, war noch nie so gering wie im letzten Jahr. Unterwelt rüstet auf, die Polizei dreht Däumchen. Das hat mir schon das Frühstück verdorben. Wird mal wieder Zeit, dass ein Krokodil im Rhein auftaucht. Ja, oder Rhein und Messner endlich den Yeti trifft. Hallo? Ja, ist gut gekommen. Aus unserem Büroschlaf wird wohl nichts. Na? Die Holzfäller haben die Leichen gefunden und als erstes bei der Zeitung angerufen. Ist ja auch naheliegend. Na, Dama, was zahlt ihr denn im Moment so? Wir haben einen Vertrauensbonus im Gegensatz zu euch. Sag mal, Fairness war noch nie dein Ding, ne? Wieso denn? Das sind doch eure Statistiken, nicht meine. Also ich würde die Diskussion hier unheimlich gern vertiefen, aber die Sache muss schnellstens in Druck. Tschüss. Weißt du, Dörmer, du bist und bleibst ein riesengroßes... Komm, Freddy, vergiss es. Er weiß doch selber, was er ist.
Sieht aus, als hätte sie sich zum Schlafen hingelegt. Den Kopf gebettet auf ein Kissen aus Moos, den Leib bedeckt mit einem Tuch aus Zweigen. Hey Doc, richtig poetisch heute. Jeder hat seine Abgründe. Selbstmord ist ausgeschlossen? Bei den Blutergüssen am Hals, ja. Ist erwürgt worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Mann, ich hasse die Natur. Überall fliegen hier die Viecher rum. Die Füchse waren auch schon da. Ich erspare euch die Details. Kannst du schon sagen, wann das passiert ist? Bei dem Wetter? Da muss ich schätzen. Kann 2 Tage her sein, aber auch 4. Weiter? Nichts, was du nicht selber siehst. Weiblich, um die 20. Blond. Scharf beobachtet. Vermutlich wurde sie hierher geschleift. Von dem Weg da vorn. Aber da war sie wohl schon tot. Was ist denn das da? Tja, gute Frage. Leg deine Sachen ordentlich zusammen, bevor du schlafen gehst. Hat meine Mama auch immer gesagt. Also ein Psychopath. Sieht danach aus. Wir haben den ganzen Tag lang die Datenbanken durchgeackert, um ein vergleichbares Tatmuster zu finden. Negativ. Und die Identität des Opfers ist auch noch nicht geklärt. Kurzum, Sie haben nicht den Hauch einer Spur. Wir schlafen ja auch nur den ganzen Tag, Herr Oberstaatsanwalt. Ist doch bekannt. Das ist die Meinung eines Boulevardjournalisten, nicht meine. Trotzdem Ball auf. Sie wissen, unter welchem Druck wir stehen. Wir haben schon seit einiger Zeit keine unbedingt gute Presse. Und wenn wir hier nicht schnellstens etwas vorzuweisen haben, schießen die sich mit Genuss vollends auf uns ein. Wir können auch nicht mehr als unsere Arbeit tun. Doch, Ballauf, das können wir. Wir können sie besser verkaufen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Morgen, Freddy. Morgen. Ist Max noch nicht da? Doch, doch, der ist da, aber oben auf der Häuptlingsetage. Ich gehe noch mal eben die Vermisstenmeldung durchchecken. Das kannst du auch am Computer machen, oder? Nee, kann ich nicht. Die sind alle abgeschmiert. Ist einfach zu heiß. Auch kaputt. Ich klaue mir hier mal einen Schluck, ja? Mhm, mach ruhig. Neue Tasse? Ja, mein Becher ist weg. Draußen auf meinem Parkplatz steht ein fremder Wagen. Ich weiß überhaupt nicht, was hier heute los ist. Ja, es ist eine schlechte, böse Welt. Und es ist einfach zu heiß. Was haben Sie an meinem Schreibtisch zu suchen? Legen Sie bitte sofort das Buch wieder hin. Wer sind Sie überhaupt? Ich habe auf Ihrem Parkplatz geparkt und aus Ihrem Becherchen getrunken. Und ich habe in Ihrem Büchlein gelesen. Also bin ich wahrscheinlich Schneewittchen. Barbara Stein, ich bin Journalistin und Sie sind... Lassen Sie mich raten. Freddy? Schenk. Hauptkommissar Alfred Schenk. Ist übrigens ein interessantes Thema, mit dem Sie sich da beschäftigen. Herr Hauptkommissar. Essstörungen. Ich habe da vor kurzem mal recherchiert. Ist ja beileibe nicht nur ein Frauenproblem. So, raus. Sofort raus! Bevor ich mich vergesse! Was bildet sie sich denn überhaupt ein? Bin doch hier nicht der Juxmajor. Freddy, hey, komm mal ein bisschen runter. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dieser Zeitungsschnepfe Einblick in unsere Arbeit gebe. Warum ausgerechnet wir? Ja, weil sie unbedingt über die Mordkommission berichten will. Weil es von oben abgesegnet worden ist und weil wir unsere Arbeit besser verkaufen müssen. Die bleibt ja nur eine Woche. Eine Woche? Ich hole mir sofort einen Krankenschein. Freddy, die Frau, die hat einen richtig guten Ruf. Die schreibt für die Allgemeine und die hat schon zig Preise für ihre Artikel gekriegt. Und außerdem sieht sie auch ein bisschen besser aus als der Dörmer vom Abendblatt. Oh. Mir ist da was aufgefallen. Der Täter ist doch mit Sicherheit psychisch krank. Haben Sie mal überprüft, ob es in der Vergangenheit irgendetwas Ähnliches gegeben hat? Ich meine, das Kleider zusammenlegen ist doch eine Art Markenzeichen. Ich war wohl doch etwas zu forsch mit ihm vorhin. Hören Sie zu. Sie lassen uns hier unsere Arbeit machen und Sie machen Ihre Arbeit.
Dann kommen wir alle ganz prima miteinander aus, ja? Und jetzt gehen Sie zu Herrn Schenk und entschuldigen sich bei ihm. Was ist? Kommen Sie! Wenn Sie über unsere Arbeit schreiben wollen, gehört die Pathologie unbedingt dazu. Außerdem ist es hier schön kühl. Mahlzeit. Sind Sie die Dame von der Presse? Brot. Der Herr und Meister dieser Gruft. Ich bin noch nicht viel weitergekommen. Aber es war sicher kein Sexualdelikt. Das Mädel war Anfang 20, kerngesund. Keine alten Frakturen, keine Gebissanomalien, keine Prothesen. Nichts, was bei der Identifizierung weiterhelfen könnte. Bis auf das hier. Naja, vielleicht. Geht's. Ohrring. Vom linken Ohr der Toten. Was mit dem zweiten? Falls es einen gab. Bei der Leiche ist er nicht gefunden worden. Jedenfalls, das rechte Ohrläppchen ist auch durchstochen. Ich nehme ihn mit. Ja, da hilft leider auch kein Eau de Cologne. Wir haben ja öfter so aufgedunsene Wasserleichen. Oder halb mumifizierte, mit Magen drin. Dagegen riecht das jetzt hier wie im Drogeriemarkt. Brandleichen haben so ein ziemlich spezielles... Unser Opfer ist aber nichts von alledem. Und ich bin mir mittlerweile sicher, dass sie erwürgt worden ist. Aber zur letzten Bestätigung muss noch erst der Kehlkopf herauspräpariert werden, oder? Ja, auf den Pressartikel bin ich mal gespannt. Alina Schiwi? Brzezinski, ganz einfach, ist eine Polin. Die hat hier bei einer Kölner Familie als Au-pair-Mädchen gearbeitet. Familie Fründ. Der Mann ist Architekt. Hat sie gestern beim 18. Revier als vermisst gemeldet. Haarfarbe und Alter passen. Au-pair-Mädchen könnten wir zu Hause auch gebrauchen. Ach, sag mal, was ist eigentlich hier mit unserer Journalistin? Ach, die checkt irgendwas im Archiv, was weiß ich. Nervt immer noch mit ihrer Serientäter-Theorie. Außerdem erholt sie sich ein bisschen von der Pathologie. Hey, da musst du sportlich sehen. Ja, tu ich. Steht unentschieden. 1-1. Ja, ich bin mir sicher. Meine Frau hat Alina die Ohrringe geschenkt. Und das ist ihr Lieblingsshirt. Oder... muss ich jetzt sagen, war ihr Lieblingsshirt. Bodo, geht das vielleicht ein bisschen leiser? Mein Gott, Alina wollte nur zu ihrem Sprachkurs. Wann war denn das? Freitagnachmittag. Mit dem Bus. Und haben Sie gestern Morgen erst gemerkt, dass sie nicht nach Hause gekommen ist? Na ja, am Wochenende hatte Alina frei. Können wir jetzt mal ihr Zimmer sehen? Ja, natürlich. Kommen Sie. Wie sage ich das bloß dem Kleinen? Entschuldigen Sie, hier sieht es furchtbar aus. Aber meine Frau ist vor einer Woche weg. Oh ja? Bei ihrer Mutter. Hier, bitte. Haben Sie ein Foto von Alina? Ja, sicher. Hole ich Ihnen. Also hier ist niemand ausgeflogen. Nix. Kein zweiter Ohrring. Da hat sie die Ohrringe bekommen. An ihrem Geburtstag. Mhm.
hübsches Mädchen. Ja, durchaus. Sehr hübsches Mädchen. Was soll das? Denken Sie vielleicht, ich... Wir denken gar nicht. Ist nur so eigenartig, dass sie kaum Freunde hatte. Wie kommen Sie darauf? Hatten Sie das nicht vorhin gesagt? Nein. Sie war halt die meiste Zeit hier zu Hause, hat sich um Bodo gekümmert und ist meiner Frau zur Hand gegangen. Aber was sie am Wochenende gemacht hat, das... Keine Männergeschichten? Nicht, dass ich wüsste. Aber am besten fragen Sie Ihre Freundin Monika, die ist auch Au-pair. Die Adresse steht sicher da drin. Monika wie? Da sind nur lauter polnische Zungenbrecher und ein paar Kölner Telefonnummern. Hier, Monika Vlodacik. Was ist denn mit Halinas Eltern? Ich darf gar nicht darüber nachdenken. Nee, das drängeln wir. Und Sie halten sich bitte zu unserer Verfügung. Ja, kein Problem. Ach, Herr Fründ, was haben Sie eigentlich am Wochenende gemacht? Ja, was soll ich schon gemacht haben? Am Sonntag war ich eine Stunde auf der Driving Range bei Grün-Weiß. Wo? Bälle dreschen beim Golf. Und sonst? Ja, war ich hier. Ich habe gearbeitet und auf meinen Sohn aufgepasst. Das kann er Ihnen bestätigen. Papa, wo ist Halina? Die ist verreist. Und wann kommt sie wieder? Wenn wir noch Fragen haben, melden wir uns, ja? Danke. Meine Mutter kann nur jetzt nichts verwirrt. So, für Mamas Liebling, Kaffee in der Originaltasse, bitte. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Mary, ich weiß nicht. Gut, das war's bis dahin, Fräulein Vlodarz. Monika. Wenn wir noch was brauchen, dann melden wir uns bei Ihnen, ja? Ja, klar war das ein Psychopath, der das Opfer und die Sachen so dahin drapiert hat. Aber wir haben jetzt die ganze Datenbank durchgeackert. Wir haben kein vergleichbares Tatmuster gefunden. Jetzt hör doch mal auf damit, Heinz. Das war Monika, die Freundin der Toten. Sie hat mehr oder weniger bestätigt, was Fründ uns über Halina erzählt hat. No Sex, no Drugs, no Rock'n'Roll. Nur ihren Sprachkurs hat Halina in letzter Zeit öfter geschwänzt. Und das heißt, Jungs, Klinken putzen. Oh. Verteil doch mal die ganzen Kopien. Hier. Heinz, du checkst erst mal den Sprachkursus. Super, wenn die alle so aussehen wie die Monika, Monika. Erich und Pitt, ihr überprüft noch mal die Aussage von dem Freund. Von wegen hier Golfclub, Grün-Weiß und so weiter. Momentan gehen wir einfach davon aus, dass der Täter aus ihrer Umgebung kommt. Davon würde ich nicht ausgehen. Was wollen Sie denn hier, Frau Stein? Wir haben eine Dienstbesprechung. Da bin ich doch genau richtig. Vielleicht können Sie damit was anfangen. Kommen Sie mal mit in mein Büro. Boah, ich könnte schon wieder pfeifen, ey. Die kannst du von mir aus geschenkt haben. Hast du einen Notstand oder was? Ja. Ja, das gibt was zu glotzen. Los geht's, komm, ab. Hoppa. Willi Linnartz, Gastwirtssohn aus Rösdorf im Bergischen Land. Er hat vor 15 Jahren kurz hintereinander zwei junge Mädchen, Doris Schwinge und Bettina Luft, beide blond, beide 20, auf exakt die gleiche Art und Weise getötet wie Halina Brzezinski. Er hat seine Opfer erwürgt und im Wald zum Schlafen gelegt. Die Kleidung der beiden Mädchen hat er am Tatort genauso hinterlassen wie in unserem aktuellen Fall. Linnartz wurde festgenommen aufgrund der Aussage eines dritten Opfers, der damals ebenfalls 20-jährigen Susanne Lämmerhardt. Er wurde überführt, verurteilt und nach § 63 zum Maßregelvollzug in eine psychiatrische Anstalt überführt. Und jetzt frage ich mich, wieso brauche ich weniger als 3 Stunden im Zeitungsarchiv, um das herauszufinden? Weil unsere zentrale Datenbank leider nur 12 Jahre zurückreicht. Ach. Darüber sollten Sie zum Beispiel mal in Ihrem Artikel schreiben. Schlechte technische Ausstattung, chronischer Finanzmangel. Anstatt hier Vorträge zu halten. Außerdem, der Kerl hier sitzt ein. Und das für den Rest seines Lebens. Da muss ich Sie enttäuschen, Herr Schenk. Linnartz wurde aufgrund eines positiven Gutachtens aus der forensischen Klinik Eichelborn entlassen. Und zwar exakt vor 4 Monaten. Komm, na komm.
Schauen Sie sich doch mal um. War nicht gerade gut fürs Geschäft, dass der Willi wieder im Dorf aufgetaucht ist. Kann kein Mensch hier verstehen, dass Sie so einen wieder rauslassen. Also Ihr Bruder war nach seiner Entlassung ungefähr 5 Wochen hier bei Ihnen. Ja? Das waren 5 Wochen zu viel. Wie ging's weiter? Tja, dann hat er es endlich kapiert und sich wieder vom Acker gemacht. Zum Glück. Haben Sie eine Idee, wo er sich zurzeit aufhalten könnte? Nee, will ich auch nicht wissen. Stein? Ja. Ich bin draußen. Gibt es denn irgendwelche Bekannten oder Freunde? Freunde? Willi und Freunde, das glauben Sie doch nicht im Ernst. Er hat es wieder gemacht, oder? Gerd, halt's Maul. Dein Geschwätz interessiert hier keinen. Ist nur schade, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Stimmt so. Wir denken hier alle so. Und Sie? Fragen Sie mich lieber nicht. Ich kann es mir eh denken. Willi war immer gerne im Garten. Ich wurde früher... Warten Sie. Da haben Sie ihn wenigstens in Ruhe gelassen. Wer? Alle. Alle haben immer auf ihn rumgehackt. Schon in der Schule. Und jetzt geht's wieder los. Mit Fingern haben sie auf ihn gezeigt, als er wieder rauskam. Beschimpft und bespuckt haben sie ihn getreten wie so einen räudigen Hund. Und ich... Ich bin wieder allein. Hat er Ihnen denn nicht gesagt, wen er wollte? Nicht einmal verabschiedet hat er sich. Aber es geht ihm gut. Wie kommen Sie denn darauf? Er arbeitet als Gärtner. Wo schreibt er nicht? Nie hat ihn einer verstanden. Aber Sie haben ihn verstanden. Ich bin seine Mutter. Er hat für seine Taten gebüßt. Lassen Sie Willi in Ruhe. Bitte. Die Karte wurde in Köln abgestempelt. Wir müssen alle Gärtner reinchecken. Das habe ich doch schon längst übers Büro angeleiert. Nochmal herzlichen Dank für die Information. Ja, auf Wiederhören. Höflich kann sie auch sein. Kommen Sie, Frau Stein. Und? Wissen Sie jetzt, wo er steckt? Seien Sie nicht so neugierig. Berufskrankheit. Sie heißt Dr. Judith Grünwald-Seitz, wohnt in Köln in der Marienburger Straße 24. Quer. Die Psychiaterin, die das Gutachten über Linnertz verfasst hat. Ah, Blitzkarriere. Das ist ja schon eine neue Assistentin. Mal auf. Ja? Hängt das Schwein. Aha. Hier. Komm, steig ein. Wir wissen jetzt, wo er arbeitet. Bleiben hier. Wieso? Wieso? Weil wir nicht wissen, wie er reagiert. Aber... Nix aber. Wir werden Sie da nicht in Gefahr bringen. Warum eigentlich nicht?
Sieht nicht so gesund aus. Muss aber sein. Es ging Ungeziefer aller Art. Sind Sie Willi Linhardt? Und Sie sind von der Polizei. Haben Sie uns erwartet? Nein, aber Sie sehen aus wie Polizisten. Ach ja? Mein Name ist Ballauf und das ist mein Kollege Schenk. Wir sind von der Kölner Mordkommission. Mordkommission? Wieso? Wir stellen die Fragen, Herr Linhardt. Das kennen Sie doch noch, oder? Was für Fragen? Warum? Frage 1. Kennen Sie dieses Mädchen? Was ist mit ihr? Herr Linhardt, kennen Sie dieses Mädchen? Ja oder nein? Nein. Was hat die mit mir zu tun? Wir haben sie im Wald gefunden. Sie sah aus, als wenn sie schläft, aber irgendjemand hat sie erwürgt. Und ihre Sachen lagen ordentlich drapiert neben ihr. Frage 2. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich habe meine Strafe abgesessen. Das ist alles sehr lange her. Was haben Sie am letzten Wochenende gemacht? Ich weiß es nicht. Geschlafen, ferngesehen, drüben in meinem Zimmer. Gibt's dafür Zeugen? Ich war allein. Ich war die ganze Zeit allein. Herr Linhardt, wir müssen Sie bitten, mit uns mitzukommen. Nein, warum? Ich habe nichts getan. Ja, nix, ich sehe doch nichts, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Scheiße. Oh. Hat der unseren Wagen? Nee, Sie. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Mann! Der hat eine Knarre. Wo ist er hin? Frau Stein, wo ist Linhardt? Weiß nicht. Der hat auf mich geschossen. Und? Sind Sie okay? Der hat einfach auf mich geschossen. Schade, dass er nicht getroffen hat. Hey, das meint er nicht so. Lass, ich hab hier zu tun. Komm, ist ja gut. Großverhandlung, selbstverständlich. Was denkt ihr denn? Linhardt heißt der Mann, Willi Linhardt. 36 Jahre alt, dunkelbraunes Haar, trägt eine beige Latzhose und ein dunkelgrau kariertes Hemd. Ja, notiert. Ja, und Vorsicht, der Mann ist bewaffnet. Danke. Okay, geht raus. Keine Spur. Das Gelände braucht eine Hundertschaft. Guck dir das an hier, du. Das ist doch ein Totalschaden. Mann! Steht unter Schock. Wir nehmen Sie zur Beobachtung mit ins Krankenhaus. Schade eigentlich. Wie schade? Ich hätte dir gerne den Kopf abgerissen.
Haben Sie mitgehört? Ja, aber das sind doch Ersatzteile. Die muss man doch nicht bauen. Die muss man nur bestellen. Na super, dann schlaft schön weiter. Das darf doch nicht wahr sein. 3 Wochen brauchen diese Komiker, um ein Auto zu reparieren. Mir wird dir doch irgendwas einfallen. Also Jungs, morgen früh 9.15 Uhr Grünwald Salz, Termin. Würdest du dir was ausmachen, in ganzen Sätzen zu uns zu sprechen? Subjekt, Prädikat, Objekt, Aussage? Freddy, lass deine Laune nicht an mir aus, ja? Kollege Schenk meint, welcher Termin bei wem in welcher Sache? Frau Dr. Judith Grünwald-Seitz erwartet euch morgen früh um 9.15 Uhr in der Marienburger Straße 24. Besagte Dame ist die Verfasserin des Gutachtens über den Frauenmörder Linnertz. Na also, geht doch. Warum nicht gleich so? Arschloch. Sag mal, darf die so mit mir reden? Darf sie. Der ist bei der Großrazzia letzte Woche an dem Edelpuff übrig geblieben. Tja, wenn er fährt? Schnell fährt er. Und das Beste daran ist, es passen nur 2 Männer rein und sonst nix. Und bringt das hier was? Du, Frau Doktor hat Linnertz doch jahrelang behandelt. Ja. Nehmen Sie Platz. Danke, ich stehe lieber. Es tut mir wirklich leid. Meine Frau hat heute einen frühen Gerichtstermin. Aber sie muss jeden Moment zurück sein. Ja, ich hatte das völlig verdrängt. Klassischer Fall für einen Psychiater, ne? Das sind ja süße Tierchen. Cindy und Bert. Ja, das sieht nicht jeder so. Ich benutze die beiden zur Konfrontationstherapie. Man muss die Patienten mit ihren Albträumen konfrontieren, um sie zu heilen. Das gilt für die meisten Angstneurosen. Natürlich auch für die Arachnophobie. Panische Angst vor Spinnen, ja. Ja, genau. Meine Frau und ich waren regelrecht schockiert, als wir das mit Willi Linnertz erfahren haben. Er ist immer noch auf der Flucht, ne? Ja, deswegen sind wir ja hier, Herr Dr. Seitz. Wir haben gehofft, dass Ihre Frau uns vielleicht ein paar Hinweise geben kann, wie sich Linnertz wohl verhalten wird. Ja, gut möglich. Ich bin zwar auch ein wenig mit dem Fall vertraut, aber meine Frau kennt Willi Linnertz wahrscheinlich besser als seine eigene Mutter. Oh, Entschuldigung, das wollte ich immer schon mal. Da tun sich keinen Zwang an. Ah, da ist sie ja. Oh, tut mir leid, meine Herren. Markus ist keine besonders gute Sekretärin. Gehen wir gleich in mein Zimmer? Sagen Sie, haben Sie das geschrieben? Essstörungen waren mein Promotionsthema. Haben Sie mal einen Moment Zeit für mich? Ich komme gleich nach. Markus, könntest du uns bitte einen Kaffee machen? Du hast unseren Gästen ja noch gar nichts angeboten. Natürlich. Entschuldigung. Und dann stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Linnertz hatte eine Zwillingsschwester, Eva Maria, zu der er in einem engen, sehr engen Verhältnis stand. Inzest? Ja, er hat es immer wieder versucht. Sie wollte ihn nicht. Aber sie blieb die Projektionsfläche seiner sexuellen Fantasien. Als sie 20 war, hat sie sich das Leben genommen. Mit Tabletten. Er hat sie gefunden, wie schlafend in ihrem Bett liegen. Verstehe. So. Und Ihre Sachen lagen fein säuberlich geordnet neben mir. Tja. Milch, Zucker? Nein, danke. Für mich kein Kaffee. Es könnte sein, dass sie die Annäherungsversuche ihres Bruders nicht mehr ertragen hat. Linnertz jedenfalls hat sich schuldig gefühlt. Und das hat ihn nie mehr losgelassen? Diese Situation hat sich bei ihm eingebrannt. Er musste sie zwanghaft immer wieder durchleben. Gern, Zurückweisung, Tod. Ich war mir sicher, dass man in Linnertz Fall von einem Therapieerfolg sprechen konnte. Er war stabil. Es gab keinerlei Anzeichen, dass er noch unter diesen Vorstellungen litt. Ja, leider sind die Parallelen offensichtlich. Die menschliche Psyche ist eben nicht mit Sicherheit prognostizierbar. Frau Dr. Grünwald, ich wollte jetzt in keinster Art und Weise Ihre Arbeit anzweifeln.
Das tue ich schon selber. Glauben Sie mir. Sagen Sie, die beiden Mädchen damals, die wurden kurz hintereinander umgebracht. Glauben Sie, dass er es nochmal tun wird? Tun muss für den richtigen Ausdruck. Ich kann es Ihnen nicht mit Sicherheit sagen. Entschuldigung. Sie kennen ihn am besten. Was meinen Sie, wo hält er sich versteckt? Damals ist Willi, wenn er getötet hatte, nach Hause zu seiner Mutter. Hat sich mit einer erfundenen Krankheit eine Woche ins Bett gelegt und von ihr gesund pflegen lassen. Sein Elternhaus wird überwacht. Trotzdem. Ich glaube, er wird eine ihm vertraute Umgebung nicht verlassen. Ist ja nicht gerade der Typ, der sich in die Karibik absetzt. Ja, wenn er nicht nach Hause kann, wird er sich irgendwo verkrochen haben. Wäre ein in die Enge getriebenes Tier. Und die sind bekannterweise am gefährlichsten. Nach wie vor erfolglos verläuft die Suche nach dem dringend tatverdächtigen Willi Lennartz. Dr. Berthold, der Leiter der forensischen Psychiatrie Eichelborn, war zu keiner Stellungnahme bereit, obwohl die Entlassung des Gewaltverbrechers großen Teilen der Öffentlichkeit unverständlich ist. Das ist doch ein Skandal, dass man solche Typen wieder freilässt. Die gehören auf ewig eingesperrt und der Schlüssel weggeworfen, aber ganz weit weg. Also wenn Sie mich fragen, da muss mit aller Härte durchgegriffen werden. Und bei solchen Irren muss auch das Denkverbot in Sachen Todesstrafe... Freddy, sag mal, das Gericht schon die alten Prozessakten von Lennartz geschickt? Nee. Du, ich hab die ganze Nacht die ganzen Vernehmungsprotokolle durchgeackert. Kannst mal reingucken. Was macht die hier? Ich war eben beim Oberstaatsanwalt mit ihr. Die ist jetzt so klein mit Hut. Ihr habt euch einwickeln lassen. Nach der Nummer mit dem Auto. Ich glaube, die Spinnen wollen unbedingt ihren Artikel haben. In Ossendorf ist eine Frau überfallen worden. Der Täter wollte ihren Wagen. Die Beschreibung passt auf Lennartz. Hm. Gehen wir. Und was soll ich denn machen? Das ist eine Dienstanweisung von ganz oben. Macht, was ihr wollt, aber auf deine Verantwortung. Ich fahr selbst. Also ich komme vom Tennis, ich will hier rein. Da kommt der Tünnis und verlangt von mir den Autoschlüssel. Aber nicht mit mir, ja? Das kann ich Ihnen sagen. Hab bestimmt den Schläger ihn verpasst. Gute Rückhand. Ja, nur weil ich eine Frau bin, muss ich mir ja noch längst alles wie fallen lassen, oder? Und Sie sind sicher, dass es dieser Mann war? Ja, sicher bin ich mir da sicher. War er bewaffnet? Meinen Sie eine Pistole oder so? Mhm. Nee. Aber der hatte hier irgendwas am Arm. Die Mien hat nicht so gut. Das war ganz blutig. Der ganze Arm war blutig. Müssen wir Ärzte und Krankenhäuser informieren? Ich kümmere mich darum. Dann müsste ich einmal eine Stunde weg, privat. Muss das jetzt sein? Ja, das muss sein. Du bist ja nicht alleine. Ja, irgendwann hat er dann kapiert, dass das mit dem Auto hier nichts ist, hat sich meine Sporttasche gekrallt und ist da runtergelaufen. Da. Ja? Hören Sie mal. In der Tasche waren immerhin 100 Mark, Kosmetika und mein neues Handy. Wer ersetzt mir das dann jetzt? Ja. Max? Ja? Lennartz hat sich bei der Psychiaterin gemeldet. Was? Er hat ja auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Meine Frau ist heute beruflich in Wien und hat mich gebeten, ihre Nachrichten zu kontrollieren. Ja. Frau Doktor, hier ist Willi Lennartz. Sie müssen mir helfen. Bitte. Ich habe eine Dummheit gemacht. Und jetzt kann ich nicht mehr. Die knallen mich doch ab, wenn die mich finden. Sie sind die Einzige, die mir helfen kann. Bitte. Ich kann nicht mehr. Ich habe... Akku leer. War wohl das Handy von der Frau. Können Sie es nochmal zurückspulen? Frau Doktor, hier ist Willi Lennartz. Sie müssen mir helfen. Bitte. Ich habe eine Dummheit gemacht. Und jetzt kann Und ich. Wo hat denn angerufen? Da ist so ein Klopfen im Hintergrund. Die knallen mich doch ab, wenn die mich finden. Sie sind die Einzige, die mir helfen kann. Gar nichts. Bitte. Doch, da ist so ein Klopfen. Ich kann nicht mehr. Ich habe. Ich nehme das Band mal mit in die Technik. Vielleicht können wir das noch deutlicher rausfiltern. Ah, Sie spielen Baseball? Ich? Nee, bewahre. Nein, unser Sohn. Der ist 12 und findet alles toll, was aus Amerika kommt. Ich kenne nicht mal die Regeln. Ah, einen Moment noch.
Seien Sie so nett und geben Sie das Ihrem Kollegen. Das ist ein Artikel, der ihn sicher interessieren wird. Bulimie, der Hunger nach Bestätigung. Ja, ich bin noch dran. Ja, alles klar. Sie rufen zurück. Danke, tschüss. Kliniken bislang negativ, Ärzte dauern noch. Ich wusste gar nicht, wie viele Praxen es in Köln gibt. Was soll ich dir geben von Dr. Seitz? Sag mal, das geht mich ja gar nichts an, aber... Können Sie uns mal einen Moment alleine lassen? Kaffee? Milch, Zucker. Ich hätte gern Wasser. Klar. Ich wollte meine privaten Probleme nicht vor der Presse auswälzen. Du, ich hatte ja keine Ahnung. Ich meine, dass du so große Schwierigkeiten bist in vielen Essen, dass du sogar ärztliche Hilfe brauchst. Sag mal, tickst du nicht mehr ganz richtig? Ich stehe zu meiner Wampe nach wie vor. Es geht um meine Jüngste, die macht mir Sorgen. Ich glaube, die isst heimlich und kotzt das dann wieder aus. Bulimie? Meine Frau und ich, wir sind uns nicht ganz sicher. Aber deswegen habe ich auch mit Salz darüber gesprochen. Oh, verstehe. Du, wenn ich dir helfen kann, musst du sagen. Danke für das Angebot. Max? Ja? Du kannst rüberkommen in die Technik, die haben das Band soweit. Komme. Komm rüber. Da möchte ich gern mit. Danke. Nein, 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 Freddy. Du wirst sie nicht töten. Du wirst sie auch nicht den Arsch versohlen. Nein, Freddy Schenk, du wirst ganz souverän bleiben. Ich habe das Band digitalisiert und die Stimme zu 85% weggefiltert. Und das bleibt übrig. Geht das nicht ein bisschen deutlicher? Ja, kannst im unteren Frequenzbereich anheben. Ein anderes Rauschvolumen definieren. Eventuell... Du, anheben, definieren, mach hin, komm. Nun nehme ich ja gerne, aber das mit der Einladung zum Essen, das weiß ich noch nicht so genau. Von mir aus gehen wir eben nur was trinken, ist mir eh lieber. Klar. Hauptsache, wir zwei können uns mal ganz in Ruhe unterhalten, nicht? Ja. Moment mal. Ja? Was will der Schmierlapp von dir? Och, der nette Herr Dörmer vom Abendblatt will nur mit mir essen. Schick ihn zur Hölle. Aber vorher noch mal zu mir, ja? Lass die Griffe von der Kleinen, klar? Man kann's doch mal versuchen. Von dir krieg ich doch eh keine Story. Wird übrigens Zeit, dass euch Linnerts krallt, ne? Du bist der Erste, der es erfährt. Ja. Wer es glaubt, wird selig. Ach, warte mal. Sag mal, du kennst ja bestimmt die Kollegin Barbara Stein von der Allgemeinen. Nee, da war die mal. Die ist jetzt für die Süddeutsche in Washington. Seit wann? 2-3 Monate. Warum? Ist was mit der? Nee, nee. Okay, danke. Du bist ein Geheimniskrämer. Tschüss. Tschüss. Schon viel besser. Hört sich an wie eine Maschine, ne? Was so unregelmäßig. Was meinen Sie? Ein Wasserrohr. Stimmt. Wie in meiner Altbauwohnung. So als wenn jemand mit einem... Wir machen mal dagegen schlecht. Genau. Geht's dir nicht gut? Mir ist so heiß. Ich glaube, ich muss hier raus.
wenn jemand mit dem Hammer auf ein Rohr schlägt. Genau diesen Satz habe ich gestern Nacht in diesen Akten hier gelesen. Die dritte Frau, die die Linnertz abgehauen ist, hat auch dieses Geräusch gehört. Und zwar in dem Versteck, wo er sie festgehalten hat. Verdammt, ey, wie hießen die nochmal? Susanne Lämmerhirt. Richtig, das muss hier irgendwo drin stehen. Frag sie doch selbst. Ha? Das gibt's doch nicht. Wo ist sie hin? Wer? Hier. Ja, die ist gerade raus. Max, die ist da raus. Denn so eilig, Frau Lämmerhirt? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind nicht Barbara Stein. Barbara ist meine Schwester. Sie waren das dritte Opfer von Linnertz vor 15 Jahren. Er hat sie in einem Versteck festgehalten, wo sie das Geräusch gehört haben, was sie eben wiedererkannt haben. Stimmt's? Wo ist das Versteck? Er hat von da aus angerufen. Verdammt nochmal, Sie wissen doch, wo es ist. Hey, was spielen Sie für ein Spiel? Ein Spiel, was Sie nicht kennen. Gehen Sie zurück. Gehen Sie bitte. Machen Sie doch keinen Blödsinn. Ich hab gesagt, Sie sollen zurückgehen. Linnertz habe ich auch getroffen. Nötig gehalten. Bei den Referenzen, die sie mir vorgelegt hat. Sie hat uns alle verarscht, Frau Lämmerhirt alias Stein. Sie wollte nur an Linnertz ran, um sich zu rächen. Ja, wie? Sie meinen... Spätestens, als sie hinter mir ist und meinen Dienstwagen demoliert hat, hätte man sie in die Wüste schicken müssen. Ich dachte, das sei nur Übereifer gewesen. Übereifer, so kann man es auch ausdrücken. Sie will Linnertz abknallen, liquidieren. Sie hat schon mal auf ihn geschossen. Ja und? Wo ist jetzt dieses Versteck? Irgendwo hier. In den Protokollen ist nur von einem alten Wasserspeicher im Königsforst die Rede. Und der ist groß. Aber sie weiß ganz genau, wo sie hin muss. Weil sie schon mal dort war. Damals. Geht Ihnen jetzt langsam ein Licht auf, ja? So. Der Notdienst vom Wasserwerk, die haben natürlich keine Ahnung. Die örtlichen Kollegen haben Großeinsatz in Bergisch Gladbach. Und beim Landratsamt geht um diese Uhrzeit keiner mehr ans Telefon. Um Himmels Willen, wir müssen sie finden. Was machen wir jetzt? Wärmebildkamera aktiviert. Überflug Königsforst von West Südwest. Jede Menge verschrecktes Viehzeug auf dem Bildschirm. Mann 1 sehe ich jetzt auch. Direkter Sichtkontakt. Schenk soll den Stumpen ausmachen, sonst gibt's noch einen Waldbrand. Verstanden. Alle Wagen bleiben vorerst auf Warteposition. Wagen 3 hat verstanden. Roger. Wagen. Du sollst das Ding austreten. Weißt du, was das Ding kostet? Ich glaube, wir haben hier was. Könnte ein Auto sein. Daneben noch ein Objekt, das sich nicht bewegt. Wir gehen näher ran.
Das ist ein Mensch, eindeutig. Wagen 1 ist am nächsten dran. Koordinaten 14/02. Etwa 1 Kilometer Nordost. Ball auf hier. Wagen 3 soll zu uns kommen. Wagen 3 folgt Wagen 1. Ende. Fahrt erstmal geradeaus. Wir lotsen euch dann durch den Wald. Nächste Biegung in Fahrtrichtung links. Sieht nach dem gesuchten Wasserspeicher aus. Achtung! Weibliche Person am Auto! Was ist? Braucht ihr uns noch? Im Moment nicht, aber bleibt in der Nähe! Okay, suchen uns Standby-Position. Wo ist Lennartz? Haben Sie mal eine Zigarette? Wagen 3, wir laufen gerade ein. Wo ist Lennartz? Ich hab's versucht. Ich kann da nicht nochmal rein. Müssen Sie auch nicht. Heißt es, er ist da unten? Keine Ahnung. Ihr kümmert euch um sie. Willi Linnert, Sie sind vorläufig festgenommen. Sie werden verdächtigt, Halina und Brzezinski umgebracht zu haben. Sie leugnen jetzt seit 2 Tagen. Und 6,5 Stunden. Aber wir werden Ihnen immer wieder die gleiche Frage stellen. Immer wieder. Also nochmal, haben Sie das Mädchen umgebracht? Wenn Sie mir nicht sagen wollen, wie es war, dann sag ich es Ihnen eben nochmal. Sie brauchen nur zu nicken. Also, am Freitag, dem 16. Juli, hatten Sie um 15 Uhr Feierabend. In Ihrer Unterkunft, in der Gärtnerei, ist Ihnen die Decke auf den Kopf gefallen. Stimmt? Na prima. Weil es so ein schöner Tag war und Sie sich erst kürzlich ein gebrauchtes Auto gekauft hatten, ein Mitsuyota, Baujahr 88, rot metallic, haben Sie gedacht, fahre ich mal ein bisschen in der Gegend rum. Um 17.12 Uhr haben Sie an der Tankstelle Militärring, Ecke Aachener Straße, getankt. 38 Liter Normalbenzin. Danach sind Sie zum Rudolfplatz ins Blue Movie und haben sich den Film Blonde Begierde angeschaut und 2 Kölsch getrunken. Ja. Dann sind Sie weiter rumgekurft. Ich bin in die Gärtnerei gefahren, zurück. Sie waren genau in der richtigen Stimmung.
Und das Mädchen, das da allein an der Bushaltestelle Birkenweg in Junkersdorf stand, kam ihm gerade recht, hä? Blond, 20, so wie damals. Nein, das stimmt nicht. Sie haben sie gefragt, ob sie ein Stück mitnehmen können. Nein. Sie ist eingestiegen. Sie haben sie an einen sicheren Ort gefahren. Wohin? Wohin? Was haben Sie mit ihr gemacht? Ich will in meine Zelle. Abführen! Dunklen noch nackt. Er hat mich gezwungen, ich musste mich ausziehen. Nackt vor jemandem, der einen nur anstarrt und singt. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater hüt die Schaf. Die Mutter schüttet's Bäumelein. Fällt herab ein Träumelein. Schlaf. Vorstellen, welche Angst sie gehabt haben müssen. Das kann sich keiner vorstellen. Diese Panik habe ich mitgenommen, all die Jahre lang. Diese Schlaflosigkeit. Die Attacken, wenn ich in einen dunklen Raum komme. Dieses Misstrauen, wenn ich mit einem Mann allein bin. Ich bin gleich für Sie da. Ein Telefonat noch. Und dann dieser Hass. Dieser unglaubliche Hass auf dieses Monster, was mein Leben zerstört hat. Fast hätten Sie Ihr Leben endgültig zerstört, wenn Sie Linnertz erschossen hätten. Als ich von dem Mord in der Zeitung gelesen habe, da wusste ich, dass er wieder draußen ist, dass er es wieder gemacht hat. Da haben Sie uns benutzt, um an ihn ranzukommen. Nach den letzten 15 Jahren wollte ich mir endlich mal beweisen, dass ich nicht nur Opfer bin. Dass ich auch handeln kann. Aber ich habe wieder versagt. Ich konnte es nicht. Das ist gut. So werden Sie glimpflicher davonkommen. Ich habe mit dem Oberstaatsanwalt geredet. Und ich finde es gut von Ihnen, dass Sie jetzt eine Therapie machen. Habe ich Therapie gehört? Da bin ich ja der Richtige. Bitte, Frau Lemmert, wir können. Vielen Dank für alles. Ich denke, bei meinem Mann ist sie in guten Händen. Er hat viel Erfahrung in solchen Fällen. Ja. Das Tragische sind die quälenden Selbstvorwürfe der Opfer. Weil sie meinen, sich nicht richtig gewehrt zu haben gegen die Täter. Ja, das ist natürlich völlig irrational. Macht ihnen aber oft jahrelang zu schaffen. Na, dann wollen wir mal sehen, ob ich ihnen mit Linnertz weiterhelfen kann. Danke. Nein, ist nach wie vor alles, was man aus dem Kerl rauskriegt. Aber vielleicht hat Frau Doktor ja ein bisschen mehr Glück. Was macht ihr da eigentlich? Man richtet das Feuerzimmer ein bisschen gemütlicher ein. Im Gegensatz zu ihrem Mann ist sie ja Spezialistin für Harmonietherapien. Na, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Sag mal, wo bleiben die denn jetzt mit dem Linnertz? Aha. Okay, ja. Alles klar. Komm mal rein. Ja,
gar nicht mehr viel zu machen. Er hat sich die Halsschlagader da aufgeschnitten. Hier mit. Von der Tasse. Woher? Die hatte sie allen schleierhaft. Mir nicht. Freddy, wenn der nicht die Scherbe benutzt hätte, dann hätte er irgendwas anderes genommen. Wer kann das auch schon ahnen? Ja, niemand. Deswegen musst du dir auch keine Vorwürfe machen. Du weißt gut reden. Zumindest ist ein Selbstmord ein ziemlich klares Schuldeingeständnis, oder? Tut mir leid. Es hat im Labor etwas länger gedauert. Übrigens, das ist der Uterus des Au-pair-Mädchens. Lieber schwanger. Sechste Woche etwa. Erkennst du hier wunderschön in der Fundusschleimhaut? Und warum erfahren wir das jetzt erst? Entschuldige mal, ich weiß es selber erst seit ein paar Stunden. Und im Hinblick auf Lena zieht es mir nicht besonders wichtig. Nicht besonders wichtig? Und was hiermit? So wie er den Schnitt an seinem Hals ausgeführt hat. Von hinten rechts oben, nach vorne links unten. Und das mit ziemlicher Kraft. Das bedeutet? Wie das bedeutet? Ist das jetzt hier ein Ratespiel? Das bedeutet, dass Linhartz mit Sicherheit Linkshänder gewesen ist. Ja, und? Ich habe die Halsweichteile und den Kehlkopf des Mädchens noch mal genau untersucht. Wollt ihr ihn sehen? Nein. Was willst du uns überhaupt damit sagen? Sie ist ganz klar von einem Rechtshänder erwürgt worden. Linkshänder, Rechtshänder, was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Ui, den habe ich gerade aus Emilia-Romagna bekommen. Super Wein, Sangiovese Riserva. Fabrizio. Ist aber super Preis-Leistungs-Verhältnis, Kommissario. Fabrizio, bitte, wir haben jetzt andere Probleme. Ja. Ich sehe die Schlagzeile vom Abendblatt schon vor mir. Mädchenwürger Linhartz richtet sich selbst in der Zelle. Und jetzt? Sagt Zufall abgeschlossen? Warum hat er sich dann umgebracht? Der konnte einfach nicht mehr. Der hat nach 15 Jahren gesehen, dass er immer noch das Monster für alle ist. Der war einfach fertig. Ja, okay, wenn nicht er, wer dann? Und warum nach seinem Muster? Nachahmer vielleicht. Nach 15 Jahren? Treuer Fan. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht war es ja eine Beziehungstat. Vielleicht. Hätte. Könnte. Geht's auch ein bisschen konkreter? Halina Przyszynski war schwanger. Die Frage ist doch, von wem? Wen gibt's da, den wir nicht kennen? Schläft. Dass Ihre Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen ist. Das habe ich ja schon fast wieder vergessen, okay? Sie sagen, Halina hatte keinen Freund, aber von wem war sie dann schwanger? Überlegen Sie doch noch mal. Sie hat einmal erzählt von einem Mann, daheim. Ein Mann mit Frau und Kind. Sie durfte nicht sprechen davon. Wie, sie durfte davon nicht sprechen? Na, er hat ihr verboten. Und sie hat Ihnen nicht gesagt, wer das war? Nein, war Geheimnis. Ja, aber Sie haben doch eine Vermutung oder eine Ahnung. Viele Au-pairs-Mädchen sprechen schlecht über ihre Gastfamilien. Das ist nicht gut. Aber dass Halinas Mörder immer noch frei herumläuft, ist doch auch nicht gut, oder? Dobra, dobra. Ich habe gesehen, wie er einmal hat sie angefasst. Herr Freund? Bitte sagen Sie nicht, dass ich gesagt habe. Bitte. Ist versprochen. Ist versprochen. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Okay? Tschüss. Na, tschüss. Freund ist nicht zu Hause. Ich habe mit seiner Frau telefoniert. War auf irgendeiner Baustelle in Bergheim. Ja, du rufst am besten in seinem Büro an. Ich rede jetzt mal mit ihr, ja? Ciao.
Ha, schön, dass du mich gleich erkannt hast, Bodo. Ich dachte, Sie haben den Täter gefasst. Wir wollen nur ganz sicher gehen. Deswegen müsste ich mich noch mal ein bisschen umschauen. Kann ich mal deine Pistole sehen? Bitte! Ach, Bodo, du hast doch selbst eine Pistole. Okay, ich hol sie. Ja, Halinas Eltern wollen die Sachen abholen. Für mich ist das immer noch unfassbar. Sie war ein nettes Mädchen. Mein Sohn mochte sie sehr. Können Sie mir das gerade mal abnehmen? Aber sicher. Und Ihr Mann? Mochte er Sie auch? Ein junges Mädchen im Haus. Der Mann. Klare Sache. Denkt jeder, wenn man ein Au-pair hat. Herr Schenk, mein Mann spielt Golf. Er ist mehr an seinem Handicap interessiert als an Sex. Leider. Was machst du nicht nochmal? Ist das klar? Entschuldigung. Jetzt wird mir einiges klar. Ich habe mich immer gewundert, wohin die Sachen so schnell verschwunden sind. Bei Tisch hat sie wenig gegessen und ist danach immer sofort auf ihr Zimmer? Stimmt. Das hat sie gehortet für ihre Fressattacken. Ja, das sieht nach Bulimie aus. Halina hat mich vor ein paar Monaten mal nach einem Therapeuten gefragt. Angeblich, weil ihre Freundin Monika Probleme hatte. Das wird sicher für sie selbst gewesen sein. Ich habe dann einen Arzt genannt, bei dem ich gewesen bin. Wegen meiner panischen Angst vor Spinnen. Konfrontationstherapie? Sie erstaunen mich immer mehr. Cindy und Bert? Ach, waren Sie etwa auch bei Dr. Seitz? Fällt Ihnen ein, wir sind hier mitten in einer Sitzung. Tut mir leid, es ist wichtig. Immer weiter hier geradeaus. Ja, immer geradeaus. Ich finde, dass Sie sehr mutig sind. Das ist kein einfacher Schritt. Mutig? Sie glauben gar nicht, wie mir davor graut, wieder in dieses dunkle Loch rein zu müssen. Sie müssen nicht. Ich weiß. Aber ich will. Wir können jederzeit umkehren. Ist ja gut. Außerdem, wenn es zu dunkel wird, bin ich ja das Licht an Ihrer Seite. Ich kenne nicht alle Patienten meines Mannes. Und ich kann hier keine Frau Brzezinski finden. Brzezinski. Halina Brzezinski. Wie? So hieß doch dieses Au-pair-Mädchen. Moment, bitte, Sie können hier nicht... Ich kann. Freitag, 18 Uhr. Der Name ist durchgestrichen, nicht zu lesen. Glauben Sie denn, dass mein Mann damit irgendwas zu tun hat? Ich glaube gar nichts, Frau Dr. Grünwald. 18 Uhr, wieder durchgestrichen. Bingo. Freitag, 13. März, 18 Uhr, Brzezinski. Wo ist Ihr Mann? Ich weiß es nicht. Ich rauche noch eine. Verstehe schon. Gut. Dann gehe ich inzwischen noch mal für kleine, dicke Jungs.
Warum hat er uns denn nicht gesagt, dass Halina bei ihm in Behandlung war? Weil wir es nicht wissen sollten. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Arzt was mit einer Patientin hat, oder? Na ja. Seitz kannte Linnertz natürlich, in- und auswendig. Warte mal eine Sekunde, ich habe da noch einen anderen Anrufer. Hallo? Herr Ballauf? Ich bin mit Dr. Seitz unterwegs. In seinem Wagen habe ich den zweiten Ohrring gefunden. Den Ohrring des Au-pair-Mädchens. Was soll ich denn machen? Wo sind Sie denn? Sagen Sie mir jetzt, was ich machen soll. Ja, Italiener ist eine Spitzenidee. Ich lade dich auf eine gute Flasche Wein ein. Ja, ich freue mich. Ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss. Meine Schwester. Kommen Sie. Du, keine Ahnung, von wo die angerufen hat. Die sind bestimmt zum Wasserspeicher. Was? Konfrontationstherapie. Man muss den Patienten mit seinen Albträumen konfrontieren. Ja, bin ich ganz in der Nähe. Ich fahre da jetzt sofort hin. Komm, so schnell ich kann. Dies. Haben Sie es doch anders überlegt? Ich will nach Hause. So plötzlich? Na ja, gut. Das ist Ihre Entscheidung. Was haben Sie denn da? Ist das ein Krampf? Nichts, gar nichts. Nun zeig doch mal. Was ist denn da so schlimm, Ritz? Woher haben Sie den? Der lag im Wagen. Geben Sie ihn her. Nein! Doch nichts tun. Sind Sie? Kindlein schlaf.
Die Mutter schüttelt Bäume ein, fällt herab ein Träumlein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Weiß ich nicht. Niemand wird Ihnen glauben. Sie sind sehr krank. Seelisch krank. Wer ist das? Halten Sie den Mund. Wir kriegen Sie. Werden Sie finden. Das bisschen Vorsprung, was Sie haben, wird Ihnen auch nichts nutzen. Genauso wenig wie Ihre verdammte Cleverness. Noch ein Mord? Sie sollen still sein. Nur zu. Aber wem wollen Sie denn dann in die Schuhe schieben? Hä? Ich hätte nie was mit dir anfangen sollen. Aber verstehen Sie? Und dann wollte sie das Kind behalten. Und deswegen musste Halina sterben? Ich habe mit ihr reden wollen, aber sie wollte zu meiner Frau gehen und mit ihr. Sie hat alles zerstört. Alles. Ihr war das genial. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen sollte. Es war ein Unfall. Unfall durch Erwürgen. Sie haben doch keine Ahnung. Susanne. Hey, aufwachen. Susanne. Sie müssen diesen Gürtel durchscheuern, der ist nur aus Stoff. Susanne, wenn wir beiden hier rauskommen, dann gehen wir zum Italiener. Sie schulden mir dann noch eine Flasche Wein. Kann ich? Doch, Sie können. Versuchen Sie es. Bitte.
Waffe fallen lassen! Bleiben Sie stehen, verdammt! Herr Seitz! Gehen Sie zu meinem Wagen. Sie fahren. Die Frage ist nur, wohin? Karibik? Südsee? Vollgetankter Learjet? Vergessen Sie es. Reden Sie nicht, gehen Sie weiter. Lassen Sie wenigstens die Frau hier. Sie haben noch mich. Weitergehen, habe ich gesagt. Einsteigen. Tür zu. Kommen Sie. Hören Sie ab. Rutschen Sie rüber. Rutschen. Jetzt lass das doch mal. Was ist eigentlich mit deiner Tochter? Wir haben mit ihr gesprochen.